Aber 1000 Euro würde ich auch nicht klettern dafür, ist aber so. Eine Konsole nicht. Niemals. Weil. PC ist ein anderer Schnack, aber ja, Konsole ja, nicht. Konsole würde ich so viel niemals ausgeben. Muss man mal überlegen, du kriegst für 1000 Euro richtig knackigen PC eigentlich. Richtig knackig. Schön oben bleiben, Schranken. Kevin, guck mal. Der absolut heftigste LKW ever. Vor allem Team, dieses Dach, das geht gar nicht. Dach, dann hat er bestimmt den Dachspoiler drauf. Nee, nee. Ja, gleich. Welchen LKW fährst du überhaupt? Den Peterskill. Den verunstaltest du? Das, ja. Oh, Hund hasst es bald. Komm, Freunde! Was? Erst morgen noch? Ah ne, morgen wollten wir Dings zocken, ne? Auf den Namen gerade. LS17. Was? Wollten wir nicht morgen LS17? Wer mit wem? Wir haben was gemeint wegen dem Stream. Warum? Eigentlich war es zu gut, dass wir das eigentlich heute machen. Weil das hat sich auch nicht mehr gemeldet, deswegen habe ich gesagt, dann hat er wohl keinen Bock. Ey, wir haben doch heute geschrieben wegen den Stream morgen. Ey, darum geht es ja. Nee, es geht doch jetzt nicht um Stream. Du hast mich heute gefragt, wohin du erst gekommen bin, auf LS oder so spielen wollen. Ja, richtig, genau, ja. Ja, ich gesagt, können wir doch später machen. Da hab ich gesagt, ja, können wir dann auch. Ach so, ja. Nee, ich habe mich jetzt doch um mein ATS. Wäre sonst morgen wieder oder was? Nein, ich fahr Montag erst. Nein, ich mein ATS. Ob du morgen ATS fährst? Nee, morgen könnten wir auch ruhig das machen. LS. Muss abends bin ich dann eigentlich mit. Bist du morgen schon weg dann oder? Ey, ich feier Geburtstag nach von meinem Schwager. Also? Da wie Trisch auf den Putz gehauen. Genau, Putz ist das richtige Stichwort. Was ist mit deinem Opel, was du da geliked hast, Tom?
Popel ist Popel. Einfach ein Traumauto, Alter. Das ist der Wahnsinn, ey. Genau wie ich mir den vorstelle. Komplett in schwarz, das sind bloß nur schwarze Felgen drauf. Richtig geil. Oh, Traum. Beine. So ein Kadett. Ey, Manta, B. Ach, Manta. Wenigstens noch stabile Autos. Ja. Und Spritfresser natürlich. Was? Und Spritfresser natürlich. Manta? Ja, eigentlich. Also Manta, der frisst nicht viel. Ja gut, was hat denn auch unter der Haube? Das ist auch nicht viel, also. Aber den ich gepustet habe, der hat sogar einen Breitbogen ein bisschen. Sieht auch richtig nice aus, ey. Aber. Was wir damals mal umgebaut haben, war ein Kadett. Ah, Kadett, ich weiß nicht, ich fand den Arsch mehr hässlich vom Kadett. Am besten finde ich noch Firebird Trans Am. Hätte eigentlich besser wie das andere. Ja, auf jeden Fall. Okay, super. Das freut mich. Hast du dafür bezahlt? 80. Echt jetzt? Ja. Übel, ey. Wegen, ich weiß nicht, bei Headsets ist. Gute Scheiße, da bin ich so vorsichtig mittlerweile. Weil ich dachte immer, ich hab voll das gute Headset und so. Und am Ende war's voll die Kacke. Hat man manchmal, ne? Ja, Headset ist immer so eine Sache, ey. Manchmal kannst du Glück haben, dass du einen richtig guten erwischt hast und dann kannst du auch wieder voll in Haufe fassen, ey. Ja, zum Beispiel meins. Meins hat nur 25 Euro gekostet. Aber das hast du jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, seit 2015 habe ich das. Ja, und das Headset, das ich davor benutzt habe, dafür habe ich 100 Euro hingeblättert. Ich glaube, was ich von Amazon hatte, ey, das. Ja, das hat ja auch nicht lange gehalten. Das hat ja auch nicht lange, ey. Da hat sich schon das Kabel verabschiedet, ey. Ja, das war ja richtig komisch, ey. Aber es war auch wieder so ein hässliches Teil, ey. So voll Plastik. Aber wenigstens hat der Drache gelockt. Ja, ganz richtig. Ach, mir ist scheißegal, das Headset leuchtet oder nicht. Ob das funktioniert. Ja. Wichtig ist mir das jetzt auch nicht, dass es leuchtet, aber wenn es da schon mal bei ist, warum nicht? Das ist ja manchmal, kann man auch mit billig jetzt immer Glück haben. Ja, muss nicht immer das teuerste sein. Meilen hast noch? 67. Ja. Ich bin Level 10. Ist ja niedlich. Aber ich glaube, Kevin, ich glaube, dass ich Euro Truck bei dir runterlade auf dem Laptop und dann mit dem Lenkrad fahre. Ich hab gesagt, ich lade, glaube ich, Euro Truck auf deinen PC und bis dann mit dem Lenkrad fahren. Warten, bis das Netzteil läuft. Oder ich bin Minecraft. Meinst Pixel schubsen? Genau. Die Pixel komm, Gronkh macht das auch, ja? Pixel schubsen.
was seine, ne? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden, wie man sowas spielen kann. Minecraft? Ja, ja. Das von der Optik auch absolut überhaupt nichts. Vor allen Dingen, das ist eigentlich nur voll Pixel schubsen, aber frisst total die Ressourcen vom Rechner, ist so krank. Ja, das ist halt, weil die Welt alles geladen werden muss. Das sind ja Millionen verschiedene, also Millionen einzelne Teile, die der Rechner in einem laden muss. Ja. Ich hab Minecraft, hab ich damals gezockt gehabt, da gab es dieses ganze Multiplayer-Zeug gar nicht. Aber stell ich mir gerade sau langweilig vor. Gerade das Spiel. Und als Singleplayer stell ich mir das richtig langweilig vor. War's auch, aber mittlerweile ist es mit dem sehr gedöns, das ist doch auf so richtigen Servern, muss ich schon sagen, ist es irgendwie wieder anders da. Weil ein Kumpel von mir, der macht gerade einen eigenen Server, also programmiert da alles. Der will so ein MMO machen, weißt du, wo er halt wirklich Quests machen muss in Minecraft. Oh. Das habe ich auch schon gezockt auf einem anderen Server, das macht schon Fun. Aber ich weiß nicht, ich könnte jetzt auch nicht da hocken und Tag für Tag auf meiner eigenen Welt irgendwas zusammenbauen, so weißt du. Du brauchst hier quasi deine Welt alleine auch. Kannst ja auch Mods und so ganz Scheiß einfügen, ne? Da ist doch der Lumpen schon, ey. Wo ist die Lumpen? In der Liste ist er gerade aufgetaucht. Ah, da bist du ja. Ist das dein absoluter Ernst? Wie kannst du so damit rumfahren? Hab ich doch gesagt. Alter, da kriegst du ja gleich Augenkrebs. Aber nee, hab kein Neon. Ich hab kein Neon. Natürlich. Ach so Scheiße, das ist ja Verunstaltung. Übel. Ihr wollt nicht den Innenraum sehen, ey. Nee, so fahr ich mit dir nicht. Auf keinen Fall. Ich fahr doch nicht mit einem Hippie los hier, ey. Ich überleg die ganze Zeit, wenn ich nur an die Seiten spiele, voll die Krätze, ey. Komm, guck dir das doch mal bitte an, ey. Das ist doch Verunstaltung pur, das Ding, ey. Hab ich das schon gesehen? Ich guck da erst gar nicht hin, ich hab schon weggeklickt. Ich muss mir das nicht reinziehen. Das ist ja eklig. Vor allem dieses rote Dach. Passt einfach überhaupt nicht. Keine Geschmacksverkalkung, eindeutig. Hast du durchs Hingucken jetzt das Fahren verkackt? Deswegen muss ich mal kurz weiter vorfahren. Du bist ja schon falsch angefahren. Rückwärts sind angefahren. Scheiße, zu doll eingelenkt, ey. Irgendwie immer witzig aus, so vom Außen. Also wer sein Truck wirklich so Wirklichkeit lackiert. Es gibt immer Leute, die Verkalkung haben. Boah, recht hat er recht, Patrick. Ich will kein Patrick. Jetzt hau halt ab mit deiner hässlichen Gurke, ey.